zeige ich dir, wie du deinen Ionizer entkalken kannst. Zuerst, was brauchst du dafür? Du brauchst einen Krug, einen, der die Pumpe reinpasst, also natürlich auch eine Pumpe, die dabei ist, zum Gerät zum Entkalken, mit dem passenden Schlauch dazu. Und sie muss ins Gefäß hinein mögen. Dann brauchst du eine Rolle Papier und natürlich Zitronensäure, einen Löffel, um alles einrühren. Und dann kommt natürlich dann Wasser in Krug und Zitronensäure rein. Wir machen das ganze Wasser parat zum Entkalken. Zuerst Wasser rein. Dann brauchen wir Zitronensäure, das Sachetpulver. Falls du eine Büchse hast, dann braucht es so 2 grosse Esslöffel voll. Alles rein. Und dann auch umrühren, dass sich das vermischen. Und schon ist die Grundflüssigkeit parat zum Entkalken vom Ionizer. Als nächstes machen wir auf der linken Seite den Deckel auf vom Ionizer. Unten in der Mitte ist so ein Knopf, den drücken wir und dann lässt sich der Deckel aufschnappen. Du entfernst das Sachet-Teil auch gerade weg und dann den Ionizer bitte vom Strom nehmen und erst dann den Filter ausstecken bei diesem kleinen Klick, bei diesen 2 Kabeln draufdrücken und ganz fein auseinanderziehen. Jetzt kommt die Herausforderung, den Filter rausdrehen und rausnehmen. Manchmal hält er etwas fest. Nimm dir Zeit dafür. Drehst gegen den Uhrzeigersinn, bis er nachgibt und dann mit etwas hin und her bewegen. Lass er sich dann lösen. Immer schauen, dass es möglichst ohne Gewalt geht. Aber es braucht manchmal schon ein bisschen Kraft. Und lass dir Zeit, wenn es nicht gerade schnell geht. Vielleicht hat es bei dir einen Moment gebraucht, so wie bei uns. Aber jetzt ist er los und man kann ihn rausziehen, den Filter. Und gerade ein bisschen mit einem sauberen Papier das Wasser abtupfen. Und den Filter, wenn er nicht zum Entsorgen ist, in ein Gefäß oder in eine Schüssel, dass er sauber bleibt und nicht verschmutzt. Jetzt kommt der Wasserkrug in die Spüle unter dem Ablauf vom sauren Wasser. Das ist der kleine Graue. Und dann kann man die Pumpe vorbereiten, die Pumpe in den Krug hineinstecken, den Schlauch anschließen beim Ionizer, da wo vorher der Filter eingesteckt war. Gut abstoßen. Und jetzt noch den Wasserablauf in den Krug hinein, dass nichts daneben geht. Und die Pumpe einstecken und dann startet das Entkalken. Am Anfang zieht es manchmal ein bisschen Luftblätter rein, das ist normal. Gib einen Moment Zeit und dann fängt der Entkalkungskreislauf an zu fließen. Wenn du dafür sorgst, dass saure Wasser als beide Abläufe in Krug gehen, hast du immer genug Entkalkungsmittel, das zirkuliert. Die Entkalkung sollte man mindestens 60 Minuten machen. Man kann sie bis zu 2 Stunden laufen und mit dieser Härte Wasserhärte, die wir bei uns haben in Europa, darf man gut alle 2 Monate entkalken. Wenn du ganz stark kalkhaltiges Wasser hast, dann mach es häufiger. Wenn du sehr wenig Kalk in deinem Wasser hast, dann kannst du alle 3 bis 4 Monate entkalken. Während das jetzt läuft, kannst du auch etwas anderes dazwischen machen, weil es kann ja absolut nichts passieren. Wenn du nicht ganz sicher bist mit der Wassermenge, gib noch etwas Wasser nach. Und jetzt gönn dir eine kleine Pause. Bis später. So, jetzt ist mehr als eine Stunde vergangen. Wenn du sehr stark kalkhaltiges Wasser hast, dann sind es vielleicht sogar 1,5 bis 2 Stunden.
Du kannst es kontrollieren, wenn du schaust, wie das Wasser rauskommt beim Ionizer. Ob das jetzt klar rauskommt, ob es noch schäumelt oder sehr stark weisslich ist. Und du kannst schauen, ob am Boden von deinem Krug jetzt Ansammlungen sind von Kalkpartikeln. Und wenn das Wasser jetzt einigermaßen klar ist, wie jetzt hier, dann ist der Kalkungsprozess abgeschlossen. Das heisst, jetzt können wir anfangen, das Gerät zu spülen. Für das tun wir jetzt Frischwasser parat machen zum Nachladen. Die Wasserschläuche raus, damit alles ablaufen kann nach aussen. Der Wasserstand sinkt. Und dann, bevor das dann Pumpe Luft ansaugen, tun wir Frischwasser nachgießen, sprich einlassen. So wird das Gerät jetzt gespült mit klarem Wasser. 2 bis 3 Mal tun wir den Vorgang so wiederholen. Wasser rauslaufen, neues Wasser nachgießen und so wird es gespült. Von Zeit zu Zeit kannst du probieren, wie das Wasser ist, das rauskommt. Und schauen, schmeckt es noch leicht salzig, säuerlich oder noch ein bisschen nach Essig, falls du einen Schuss Essig auch hast drin da. Und so noch ein bisschen warten, mit noch mehr Wasser spülen. Jetzt ist die Zeit, um den Stecker rauszuziehen, bevor es ansaugt an Luft. Und der Entkalkungsprozess ist gestoppt. Nimm jetzt die Pumpe raus. Lass sie ein bisschen abtropfen, die Schläuche rausnehmen. Lass auslaufen. Bis es nachzieht. Genau. Den Krug entfernen, ein bisschen auf die Seite. Und dann Haushaltspapier parat machen, gerade in die Hand nehmen. Weil wenn du jetzt den Schlauch rausnimmst, dann kommt noch Restwasser, sodass nicht alles nass wird beim Ionizer-Filtereingang. So, und gut nachtrocknen. Wichtig ist, dass du das Haushaltspapier nimmst, das sauber ist, frisch von der Rolle. Bitte nimm kein Tüchli, keine Küchenlumpen, weil dann gibt es garantiert auch keine Verkeimung, wenn du ein sauberes Papier hast. Würde man mit einem verunreinigten Lumpen putzen, so könnte es plötzlich auch grau werden und eben anfangen, Pilz zu generieren. Wenn dein Filter noch gut ist, also noch nicht die 999 Umdrehungszahl erreicht hat oder jünger ist als 6 Monate, dann kannst du den Filter jetzt wieder einsetzen in Ionizer, damit er weiter filtern kann. Falls du den Filter ersetzt, nimm einen neuen. Drehen ganz runter, im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Und jetzt die 2 Stromkabel wieder zusammenklicken. Kabel ein bisschen nach innen versorgen. Und dann die Abdeckung wieder dran tun. Styroporli zum Schutz. Und von oben nach unten fahren mit der Abdeckung, bis es klickt. Und zu ist der Ionizer. So, jetzt können wir bereits wieder Wasser laufen und den Ionizer einstecken. Der ist jetzt noch nicht am Strom. Er würde auch ohne laufen, zum Durchlassen.
Aber wir wollen natürlich jetzt das Gerät richtig durchspülen. Jetzt brauchst du einen Moment Zeit, damit du einfach das Gerät jetzt noch mal reinigen kann. Und nach einem kleinen Moment können wir dann einmal das Wasser probieren, wie es ist vom Geschmack. Und das ist gut. Das heisst, wir können jetzt ein gutes Glas Wasser abzapfen und uns freuen auf ein ganz feines, frisches Glas Wasser. So, jetzt kannst du dein Glas Ionizer-Wasser, Egeia-Wasser, geniessen und hast wieder eine wunderbare Qualität. Das Gerät frisch entkalkt und das macht, dass deine Platinen, die im Gerät drin sind, wieder ganz eine gute Ionisierung machen und eine super gute Basisstufe für deine Gesundheit. Prost!